Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle erinnern uns noch an das Jahr 2013. Es war nicht nur das Jahr der letzten Bundestagswahl, nein, es war auch das Jahr, in dem der Klimawandel in Deutschland sichtbar wurde. Es gab große Hochwasserereignisse an Donau und Elbe. Beim Elbhochwasser 2013 stieg das Wasser so hoch wie noch nie zuvor. Katastrophenalarm wurde ausgerufen. Tausende Helfer waren auf den Beinen, haben Millionen von Sandsäcken geschippt und gestapelt, fehlten natürlich an ihren Arbeitsplätzen. Die Bewohner mussten evakuiert werden, Häuser und Straßen standen unter Wasser. Das normale Leben war fast 2 Wochen lang lahmgelegt. Die Schäden dieses verheerenden Hochwassers im Juni 2013 im Elbe- und Donaugebiet waren immens. Sie belaufen sich auf mehrere Milliarden Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hochwasser sind Naturereignisse, die sich wiederholen. Sie sind ein Risiko, das nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Aber die Folgen von Katastrophen wie in 2013 können und müssen abgemildert werden. Hochwasserschäden müssen verhindert oder deutlich reduziert werden. Diese Erkenntnis setzte sich endlich 2013 endgültig durch. Milliardenschwere Aufbauhilfeprogramme nach einem Hochwasserereignis aufzulegen, das war natürlich notwendig, aber das kann nicht die Lösung für die Zukunft sein. Daher wurde in der Konsequenz das nationale Hochwasserschutzprogramm beschlossen. Zum ersten Mal gibt es nun eine bundesweite Aufstellung mit vordringlichen, überregional wirksamen Maßnahmen für den Hochwasserschutz. Zentrales Ziel dabei: den Flüssen muss wieder mehr Raum gegeben werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in dieser Legislaturperiode dank unserer Umweltministerin Barbara Hendricks viel für den Hochwasserschutz erreicht. Das nationale Hochwasserschutzprogramm, das der Bund über den Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz maßgeblich finanziert, mit 330 Millionen zunächst, übrigens auf Druck meiner Fraktion, herzlichen Dank an den Kollegen Frese dafür, das Bundesprogramm Blaues Band und nun das Hochwasserschutzgesetz II, das wir heute beschließen wollen, es flankiert das nationale Hochwasserschutzprogramm. Mit dem Hochwasserschutzgesetz II erleichtern und beschleunigen wir Planung und Bau von Hochwasserschutzanlagen, ohne die Beteiligung der Öffentlichkeit zu beschneiden. Überschwemmungen und Hochwasserschäden sollen verhindert oder zumindest so weit wie möglich verringert werden. Und ich nenne einige Punkte, die uns als SPD-Fraktion besonders wichtig sind. In bestimmten Gebieten darf nicht mehr oder nur noch hochwasserangepasst gebaut werden. Heizölanlagen sind in bestimmten Gebieten verboten, denn so ein ausgelaufener Öltank verursacht nicht nur riesige Schäden in Umwelt und Natur, sondern er macht auch ein Haus auf ewig unbewohnbar. Die Länder haben zukünftig ein Vorkaufsrecht an Grundstücken, die für Maßnahmen des Hochwasser- oder Küstenschutzes benötigt werden. Und in Hochwasserschutzgebieten soll das Wasser im Boden versickern können oder zurückgehalten werden. Deswegen darf nicht einfach Grünland in Ackerland umgewandelt werden. Es ist dafür eine behördliche Genehmigung erforderlich. Und das, finde ich, lieber Peter Maywald, sind doch ganz erhebliche Fortschritte im Hochwasserschutz, auch wenn man natürlich immer mehr fordern kann. Die Verhandlungen jedenfalls mit unserem Koalitionspartner waren gerade zu diesen Punkten schwierig. Es drängte sich zeitweise der Eindruck auf, dass hier ein Heizölanlagenermöglichungsgesetz, ein Landwirtschaftsermöglichungsgesetz, ein Bauermöglichungsgesetz verhandelt wurde und nicht ein Gesetz zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und damit zum Schutz von Mensch, von Hab und Gut, von Umwelt und Natur. Aber am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Petzold, haben wir dann doch einen guten Kompromiss erzielt. Der Hochwasserschutz wird mit diesem Gesetz deutlich verbessert. Und deswegen danke ich allen für die Zusammenarbeit, besonders dem Herrn Staatssekretär Pronold, die da mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ministerium schon viel Geduld aufwenden mussten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Vielen Dank. Vielleicht kann man jetzt im Folgenden den Dank bündeln und dann die Redezeit einhalten, denn wir sind schon ganz ganzes Stück in Vollzug.
Und als nächstes hat das Wort der Kollege Dr. Klaus-Peter Schulze für